So, meine Freunde, es geht weiter hier mit Let's Play Castlevania und der Feuerfriedhof. In der letzten Folge haben wir Pan besiegt in seinen silbernen Rüstung. Und er war ganz schön schwer und jetzt geht's weiter hier. So, the old god is dead. It has come to this at last. The blood of a god has opened the way. Good, Gabriel, very good. There is only one true god and all usurpers must be cast aside. Though Pan's sacrifice was not in vain. Now our warrior of light can proceed to his final destiny. The Lord of the Dead is the most powerful of the Lords of Shadow. Gabriel will need every ounce of his being to defeat him. I worry for him, though. His mind is tired, broken even. He questions his faith, he questions his heart. Can he succeed? Come, my friend. Just a bit further, and you shall see your Marie again. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sobek ist... ich weiß nicht. Er kam auf einmal und... ich weiß nicht. Sobek ist bestimmt ein ganz schlimmer Finger. Oder was sagt ihr dazu, meine Freunde? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Natürlich die Leute, die das Spiel nicht kennen, ne? Alles andere wäre ja Schwachsinn. Ah ja, geil. Weil er nicht gerannt ist, der blöde Hai. Zack. Cool. Na los. Gabe. Gabe, mach. Hau rein. Ich weiß nicht, aber Gabriel ist nicht gut drauf, glaube ich. Oh, was ist das denn? Eine Mumie. Okay, Mysterium-Antrag vorgeschaltet. Ein Zombie. Zombies sind die einfachsten Geschöpfe eines Meisternekromanten und bilden das Grundgerüst der Armee des Fürsten der Toten. Diese reanimierten Leichen sind ein Mischmasch aus verschiedenen Körperteilen, die zu mehr oder weniger menschlichen Gestalten zusammengenäht wurden. Man kann durchaus auch Zombies begegnen, die mehr als einen Kopf oder zahlreiche Arme besitzen. Zombie-Kadaver sind äußerst anfällig und schwach, also greifen sie gewöhnlich in großen Gruppen an, um den Fall mit ihrer schieren Zahl zu überwältigen. Okay. Naja. Geht, ne? Zwei Stück war jetzt nicht gerade sonderlich viel. Schuh! Fuck. Okay. Da unten scheint eine Party zu laufen. Habe ich das Gefühl? Hallo Party. Meinte, da unten ist was? Ah, ich glaube, ich muss sowieso nach unten. Verdammt. Ja, ich muss nach unten. Schade, hat nicht geklappt. Okay. Stirb, elende Ausgeburt. Geburt der Hölle. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl... Aber das hat er gemacht. Nein, ich muss da wahrscheinlich rüber, ne? Alles andere wäre irgendwie nicht cool. Hä? Was hab ich denn? Ich hab schon fast übersehen. Irgendwie so ein Leuchtepunkt. Nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder. Hä, was ist denn los hier? Hallo? Komm mal klar hier. Was ist denn los? Schick. Hm.
12 bin ich im Reich der toten Amy Winehouse. Ja, wahrscheinlich nicht. So. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Moment. Das ist ein Dolch. Damit kann ich nichts anfangen. Da. Oder. Ach! Ah! Aha! Jetzt sehe ich das erstmal. Zack. Oh nee. Nein, hört auf damit. Hör. Okay. Irgendwie uncool, dass das passiert die ganze Zeit. Also zurück kann ich schon mal nicht mehr. Jetzt kommt der Nekromantenkönig. Oh ja. Ach nee, vorher kommt noch so ein Kacki-Rätsel hier. Ich erinnere mich. Ich glaube, das war nicht so cool, das Rätsel. Das Rätsel. Z natürlich, ne? Rätsel. Ritzen. Ritzen. Ja, Ritzen. Okay, kann ich auch nach unten irgendwie? Ne, ich glaube, unten ist uncool. Ich kletter lieber nach oben. Oh nee. Chupacabra. Na warte, kriegst eine Fee auf den Arsch. Hä? Was ist denn los? Toll, ist er da drin. Muss ich den da irgendwie rausholen? Und das war mit einem Rätsel verbunden. Ich erinnere mich. Mit einem Lichträtsel, glaube ich, wieder. Da war das so ein Phaser. Kann natürlich auch sein. Ja, super. Zombies! Okay. Hui. Endlich! Es hat mich tagelang harte Arbeit gekostet, aber ich habe einen Weg gefunden, die drei Schlösser des großen Vogelkäfigs zu schließen. Es war so einfach. Ich brauche nur einen Energiekristall, um die Schlüssel zu betätigen. Jetzt müssen die anderen Ritter die Kreaturen hierher locken, damit wir sie dahin einspielen und aus diesem verfluchten Friedhof verschwinden können. Also, man braucht nur einen dunklen Kristall. Mal wieder epische Musik hier? Natürlich. Hot, hot. So, dann müssen wir das aktivieren. Und dann müssen wir... Was war das denn noch? Hat die Fresse. Schnauze da oben. Okay, ich glaube, ich muss das erstmal bewegen, so. Grünteils. Ja, ist mir schon klar. Kleiner Stinker. Nochmal eine Schriftrolle. Diese Hitze ist unerträglich. Ich glaube nicht, dass ich das durchstehe. Wären der Dolphin seine unglaubliche Erfindung nicht gewesen, dann wäre ich gar nicht erst so weit gekommen. Gott schütze ihn und diejenigen, der erwählt wird. Gott schütze uns alle vor dem Zauber. Was ist ein Zauber? Hä? Nicht, ach so, ich kann ja gar nicht wegkloppen. Stimmt ja, hat mir dann Relikte geklaut. Hallo! Hallo! Ich bin mir gerade überlegen, wie mache ich das denn? Schnauze, jetzt red ich. Zack. Boah, genial.
immer noch Schnauze, ihr redet immer noch ich. Scheiß Zombie. Mit drei Köpfen. Unlogisch, unlogisch. Die Fresse. Kann ich eh noch nicht lang, weil da fehlt mir ein Relikt, also die Relikte für. Brauche ich da erst gar nicht hingehen. Aha, du hast mich, Schnauze.